Herzlich willkommen zu den SAK-TV-Nachrichten. ZVSAK startet Ausbildungsinitiative Zeit zu starten und Fachverband SAK Land Brandenburg macht Pumpentausch beim Endkunden populär. Um mehr Schüler für das SAK-Handwerk zu begeistern, hat der ZVSAK die bundesweite Ausbildungsinitiative Zeit zu starten konzipiert, die auch mit großem Engagement vom Fachverband SAK NRW umgesetzt wird. Es ist eine bundesweite Initiative, wie Sie sagen, und wir freuen uns sehr darüber, dass es mittlerweile bundesweit ist. Wir sind seit über 10 Jahren im Thema Nachwuchswerbung engagiert. Vor 10 Jahren kamen so die ersten Anfragen der Betriebe bei uns an, könnt ihr uns dabei unterstützen? Wir haben gemerkt, da muss was passieren, haben uns orientiert, haben uns umgeguckt auf dem Markt, haben gesehen, oh, die Bayern haben was und haben dann 2008 uns der Initiative SHK Superheldenkarriere angeschlossen. Das haben wir jetzt 8 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und waren nichtsdestotrotz sehr erfreut darüber, jetzt die Möglichkeit zu haben, auf eine bundesweite Initiative umzusteigen, weil wir damit einfach nochmal schlagkräftiger werden. Wir merken, dass sie sehr positiv angenommen wird. Also die Unterlagen sind jetzt seit wenigen Tagen bei den Betrieben. Wir haben über 10.000 Flyer, die bei uns abgefordert worden sind. Das zeigt also, die Betriebe wollen das, denen gefällt das so. Wir haben schon sehr positive Resonanz bei unserer Veranstaltung gehabt, wo wir das den Innungen vorgestellt haben, wo wir gemerkt haben, oh ja, das geht in die richtige Richtung. Und für uns ist einfach deutlich, es ist eine Aktion, die einfach nur gemeinsam erfolgreich sein wird. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt Materialien zur Verfügung stellen und sagen, die können bei uns abgerufen werden, sondern es muss wirklich von ganz oben, von Zentralverband über die Fachverbände, über die Innungen, über die Betriebe wirklich an einem Strang gezogen werden. Nur so kann es funktionieren. Erfolgsfaktor ist ein Praktikum im Betrieb. Also es gab umfangreiche Untersuchungen vor der Entwicklung, vor der Vergabe, vor der Beauftragung. Da hat sich herausgestellt, dass eben das Praktikum, das Berufspraktikum so das Kernelement ist für unsere Berufe. Und darum ist die ganze Kampagne quasi auf dieses Praktikum hin ausgerichtet. Also wir versuchen wirklich, die jungen Leute in die Betriebe zu kriegen, weil nachweislich die Erfolgsquote so am höchsten ist. Das heißt, wir arbeiten sehr stark in Richtung Schulen. So, und diese Arbeit Richtung Schulen ist eben eine Sache, die überwiegend von Innungen geleistet werden kann. Da ist der einzelne Betrieb im Regelfall überfordert, der muss dann dazukommen, der muss das mittragen. Aber diese Ansprache der Schulen sollte über die Innungen passieren. Man muss den Schulen entsprechend die Angebote machen, man kommt dann auch in den Technikunterricht rein, wenn man sich kennt. Also da tun sie ganz interessante Perspektiven auf. Wir stellen da auch die Materialien zur Verfügung. Es gibt PowerPoint-Präsentationen, wirklich schicke, moderne Präsentationen. Es gibt wiederum Filme und es gibt wirklich so eine Standardsituation, die sich halt bewährt. Es geht ein Meister mit einem Auszubildenden, mit einem jungen Monteur in die Schule. Der Meister erzählt, es werden die Filme gezeigt, es wird die Präsentation gezeigt. SAK-Betriebe sollen die Möglichkeiten der neuen Ausbildungsinitiative nutzen. Wir haben ein Bestellblatt, das findet sich auch im Internet, kann das runtergeladen werden, ausgefüllt werden. Also da kommt man sehr, sehr leicht dran. Mit der neuen Förderung der Bundesregierung zur Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen kann der Endkunde bis zu 30% Zuschüsse zu gering investiven Maßnahmen wie etwa dem Pumpentausch erhalten. Um diese Förderung beim Endkunden populär zu machen, hat beispielsweise der Fachverband SAK Land Brandenburg einen Pumpentausch symbolisch und medienwirksam in einem Hotel vollzogen. Der Fachverband Land Brandenburg hat die Initiative ergriffen und den heutigen Tag dazu benutzt, um diese Pumpentauschaktion in die breite Masse zu tragen. Die Förderung ist jetzt seit 1. August diesen Jahres greifbar. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Energieeinsparung und da somit die CO2-Einsparung voranzutreiben. Die Förderung schließt auch den Pumpentausch in Großanlagen, wie etwa hier im Dorinth-Hotel in Potsdam, mit ein. Die Einsparmaßnahmen sind natürlich nicht nur im Ein- und Zweifamilienhausbereich sehr notwendig, sondern natürlich auch bei Großanlagen, wo immense Energiekosteneinsparungen zu erzielen sind, wenn man, wie gesagt, von diesen 2-3-stufigen Pumpen dann auf elektronische bzw. differenzrückgesteuerten Pumpen übergeht. Wichtig ist auch die Unterstützung aus den Reihen der Politik.
Wir konnten den Staatssekretär Herrn Krüger als Schirmherr gewinnen, hier diese Aktion zu unterstreichen bzw. uns da zur Seite zu stehen, um das auch in die breite Masse der Bevölkerung im Land Brandenburg weiterzutragen. Wir finden die Initiative deshalb sehr wichtig, weil damit ein ganz wesentlicher Beitrag geleistet wird, Energie einsparen zu können. Und jeder weiß das, im Zuge der Energiewende gewinnt der Punkt Energieeffizienz immer mehr an Bedeutung, weil die Energie, die wir nicht produzieren brauchen, die wir nicht transportieren brauchen und nicht speichern brauchen, ist natürlich die Energie, die für alle am billigsten und am preiswertesten ist. Aus dem Grunde hat der Minister sich auch sehr frühzeitig entschieden und hat gesagt, ja, er möchte gerne die Schirmherrschaft über diese Initiative übernehmen. Und ich bin natürlich gerne bereit, das auch von meiner Seite persönlich mit zu unterstützen. Das waren die SAK-TV-Nachrichten für diese Woche. Schalten Sie auch nächste Woche zu unseren Sendungen ein. Bis dahin, tschüss.